Hallo und willkommen zur 22. Episode von Let's Play South Park, der Stab der Wahrheit. Viel Spaß. Wir sind jetzt an der Grundschule angekommen. Wir haben jetzt hoffentlich alles für die Goth-Kinder erledigt und können sie rekrutieren. We are all dying from the moment we are born. Find your own pit of despair, God. Okay, wahrscheinlich müssen wir uns jetzt erstmal vorher noch die Goth-Klamotten wieder anziehen. Denn als Spielmann wollt ihr uns anscheinend nicht. Ah, da ist das Goth-Kostüm. So. Whoa, he did it. Nice. Yeah, but he's still not Goth. He'll have to pass the final test. You may look Goth, Frodo, but can you dance Goth? Less enthusiasm. Totally fucking bullshit. Uh-huh. That's not how you drink coffee. You call that smug? I'm feeling rage. I like what you did with your coffee there. Whoa. Apathy combo. Nur einmal, ist nicht geschafft. What do you think? He's pretty goth. He's pretty goth, right? Yeah, that was pretty good. Ich bin total goth. I felt his pain. All right, new kid, you've officially proven yourself. Yeah, just tell us where you need us, and we'll be there. Okay. Wunderbar, Nonkonformist. Du hast dich mit den Goths angefreundet, wie alle anderen, die das Spiel spielen. Ja, genau. So, wir haben sie jetzt rekrutiert und wir können sie jetzt vielleicht rufen. Und apropos rufen, das haben wir immer noch nicht gemacht, Mr. Kim und Mr. Sklave zu holen. Stand da gerade, dass wir uns jetzt entscheiden können. Erstmal, ja, Ferkel, Pete, Michael und Henrietta. Erstmal legen wir diese Klamotten wieder ab. Wir sind jetzt Level 8. Aha. Erneut angreifen, wenn ein Feind stirbt. Klingt sehr gut. Und ja, versuchen wir es doch einfach mal so. Ja, und dann nehmen wir noch die Aufsätze. Wobei, wir haben wahrscheinlich jetzt noch Aufsätze auf den anderen Sachen. Nee. Oh, 50 zusätzlicher Schaden. Mit Nahkampfwaffen. Immer gerne. Jetzt habe ich das gesehen ausgezogen. Mehr Geld, 1 MP, 2 MP mit Feuerschaden zufüge. Na, das ist nicht besonders stark. Na, das gefällt mir grundsätzlich besser, dass ich immer ein bisschen dazu kriege. Ja, hat keinen Aufsatz. Egal, es reicht aus. Ach so, genau, ich wollte noch nachgucken, ob wir uns jetzt entscheiden müssen. Ja. Wir müssen uns jetzt wahrscheinlich entscheiden. Entweder gehen wir jetzt zu den Menschen zurück. Das wäre, glaube ich, hier. Ne? Das ist mit Kai. Und hier zu Cartman. Ich würde aber sagen, als erstes gehen wir einfach nochmal zu Mr. Sklave und zu Mr. Kim. Damit wir die wieder rufen können, gegebenenfalls. Ja, am nächsten sind wir doch Mr. Kim, dann gehen wir da zuerst hin. Ja, da sind wir doch schon. Ich hoffe mal, dass das jetzt einfach funktioniert. Oh, hey, kid, you need any help to fight today, you summon me.
Ja. Okay, wir müssen einfach nur mit ihm reden. Stan hat ganz schön misstrauisch zu Mr. Kim geguckt. Oh, da hing es gerade, aber sehr unschön. So, ich hoffe, dass ich es jetzt wieder hinkriege, richtig zu gehen. So, wir müssen jetzt... Nein, noch nicht, ein Stück weiter. Hier ist der Weg über die Straße. Schönen Tag. Okay, Scheiße! Ein Kampf, bevor wir zu Mr. Sklave gehen? Okay. Ah, Jesus, not again. Ja, Nahkampf zieht... Ah, nee. Der erste ist ja betäubt. Er schadet uns jetzt nicht. My turn? Oh, der ist schwach dagegen. Ja, gut, aber... Ich versuche trotzdem erst den Hintern anzugreifen. No, das war nicht besonders viel. Das ist jetzt langsam. Nimm das. Ach du Liebe! Au. Scheiße! Oh, das zieht ihm ganz schön viel ab. Kümmern wir uns jetzt um ihn. Autsch! Okay. Dafür, dass er schwach dagegen ist, hätte ich jetzt mehr erwartet. Ja! Ach du Liebe! Mein Gott! Ah, der ist schon erledigt, das ist gut. Dann hauen wir doch jetzt mit unserem Hammer drauf. Dude, what is the holdup? Scheiße! Sehr gut. Oh mein Gott, we killed the enemy! Ja, und die haben wir, glaube ich, sogar wirklich getötet. Ah, da ist wieder ein Banner. Ja, wenn wir schon mal dabei sind, können wir es auch zerstören. Hey, new kid. I've got a little time for you if you need me to put somebody up my ass. Bäh. Na gut, dann haben wir jetzt wieder zwei Leute, die wir beschwören können. Und dann geht's jetzt ab zu Kyles oder Cartmans Haus. Oh. Das arme Kind. Achtung! Ach du Liebe! Oder der arme Elf. Let's just do this, alright? Ja, greifen wir doch mal wieder ihn zuerst an. Oh, nicht schlecht, nicht schlecht. Nein! Falsch. Ach du Liebe! Ja. I think my mom did a pretty sweet job with my costume. Wenn war einer dagegen schwach? Ja, er. Dann greifen wir ihn doch an. Scheiße! Ja, wahrscheinlich ist er schwach gegen Feuer oder Eis. Ja, nicht schlecht, aber leider leben beide noch. Ach du Liebe! Der Feuereffekt war nicht. Ah, das hat ganz schön viel abgezogen. Schon besser. Ja, der wird wohl bei der nächsten Runde sowieso sterben. Schönen Tag. Autsch! Haha. Erneut angreifen. Ah, ja. Das ist ja wunderbar. Mein Gott! I can do this all day. Ja,
Ja, einen Heiltrank können wir nicht mehr mitnehmen. Hm? Das kann doch nicht nur einer gewesen sein. Nö, ich weiß gerade nicht, wie ich an den anderen komme. Ah, endlich. Das sind ja wieder nur Nebenquests. Wo gehen wir hin? Zu Cartman oder zu Kyle? Naja, eigentlich habe ich keine Lust auf Cartman, auch wenn er lustig ist. Er ist nun mal ein Arsch. Ich gehe lieber zu den Elfen. Außerdem geht mir Prinzessin Kenny etwas auf den Nerv. These human banners are dark tidings. Will no one break the shit out of them? Our king may trust you, but that doesn't mean I have to. Na gut. Geben wir Kyle. Achso, nee, wir geben Kyle gar nichts. Wir übergeben Kyle die Goth-Kinder. A Twitter Raven has told me of your success in recruiting another faction. Simply call them here, and your dedication to the Drow Elves will be complete. Climb up into the treehouse and summon your allies. Okay, machen wir das doch mal. Ich denke mal, wenn ich privat spiele, werde ich noch einen zweiten Durchlauf machen und mich dann auf die Seite der Menschen stellen. Aber hier stelle ich mich mal auf die Seite der Elfen. New Kid, I'm sorry I ever doubted you. I hereby make you a member of the Drow Elves of the Forest. Yay! New Kid, you have our friendship. I hereby level you up to the rank of Commander. Wieso heiße ich denn immer noch Duschbag? My lord, we know where the humans are hiding the stick. What, really? We just intercepted their messages on Twitter. Ah, you shot down their message, Raven. Right, right, we shot down their Raven, and the evil Wizard King has hidden the stick inside his desk at school. Ah, dude, of course. Come and hit it in his desk. Drow Elves of the Forest, we know where the humans are hiding the stick. I knew Carmen was cheating. We shall march on the school and make the hallways drip of their blood. Mal wieder in der Grundschule. Defenders of Freedom! We thank you for your courage in joining our fight! Tonight, we are no longer elves or goths. Tonight, we fight as one! I feel like such a homo sapien right now. The elves are here! They have blown their war horn! Blow ours, Stan! Okay. Elves, flank left! Goth kids, prepare to attack from behind! Und ich? The front's barricaded! Commander Douchebag, see if you can get in through the side entrance and take out their defenses from behind! Gucken wir doch mal, was wir bekommen haben. So gut gefällt mir das aber jetzt gar nicht. Es hat einen Platz, den ich nicht sehen kann. Nee, ich glaube, ich nehme dann doch lieber die SWAT-Kopfpanzerung. Sieht zwar nicht schöner aus, ist aber besser. Und hier nehmen wir mal die Aufsätze weg. Was kann denn das? Das setzt immer voraus, dass unsere Gegner bluten und das tun sie im Moment nicht wirklich oft. Haben wir die falschen Aufsätze. Sobald wir blutende Feinde haben, ist das ganz schön praktisch. In die Schule angreifen. Ja, okay. Dann begleitet uns halt jetzt Jimmy. Okay, wir haben natürlich es nicht geschafft, uns für die Menschen zu entscheiden. Neue Nachricht von Kyle.
Ich bin nur hier, um den Leuten zu erzählen, wie scheiße das ist. Neue Regel, keine Kämpfe mehr im City Walk. Mr. Kim hat sich bei unseren Eltern beschwert und zwei Waldläufer haben Hausarrest bekommen. Naja, so hoch kommen wir gar nicht. Dann nehmen wir mal den Seiteneingang. Ah, schön, wir können alle looten. Die haben wohl alle fertig gemacht. We cleared the way to the door. You do the rest. Go kick their ass, Sir Duchelot. Duchelot? I did my job. I'm gonna sit here and smoke. We kicked all their asses and cleared the way for you. Have at it, Hobbit. Ja, okay, wir müssen jetzt da diesen Seiteneingang nehmen, wenn er denn jetzt offen ist. Nein, ist er nicht. Ah, Timmy kann das. Jimmy kann das benutzen. This calls for a little bardic access. Open Sesame! Da ist ein Shin-Pokémon. Attention, Elf King! The building has been fortified and the armies of Christ shall never surrender! You will all die in this place! Wie kriegen wir denn das Shin-Pokémon da raus? Anscheinend nicht so einfach. Ich befürchte, das ist ein Shin-Pokémon, was man jetzt kriegen muss, wenn man ansonsten nicht mehr die Chance dazu hat, aber ich weiß gerade nicht wie. Nee. Scheinbar nicht. Egal, das ist jetzt auch nicht ganz so wichtig. Ah, wir können aber... Wow, what a mess. Those humans went crazy apples in here. Ich wollte die Ratte noch erledigen, aber das ist ja... nichts Sinnvolles. Oi, oi, oi. Ah. Natürlich. Wenn ein Feuer ist, können wir doch auch... müssten wir doch auch furzen können, oder? Genau. Eseltron. Das habe ich auch eben übersehen. So, jetzt kann ich auch noch schnell die Ratte erledigen. Nein, falsch. Ach, da ist auch was. Nett. Ja, hier können wir raus. The walls are too strong. We've lost hundreds of men already. Wir sollen jetzt die Verteidigung der Cafeteria überwinden, aber ich würde sagen, das machen wir dann morgen. Bis dahin macht's gut. Tschüss.